Herr Siegert, es geht darum, dass Sie sich beim Gewinnspiel angemeldet haben, möchten ein Auto gewinnen. Die Auslosung ist schon im Mai. Das Ja, ist doch demnächst. schon Mai. Wir, die. Ja, aber Und Ende Mai wird das ausgelost. ja, solange es nicht der Mai nächsten Jahres ist, weil so lange könnte ich die Nein. Vorfreude wahrscheinlich nicht aushalten, weil ich plane meine Offensiven immer sehr genau. Und wenn sich das um ein Jahr verzögern würde, wäre das schrecklich für meine Nerven. Ja. Können Sie sicher Nein, nachvollziehen. nein. Ja, natürlich, ja. Ich drücke die Daumen und die Firma, der Sponsor. Also einer muss ja bezahlen, ja, ein großer Sponsor. Und wir dürfen mal fahren, wenn Sie uns noch nicht kennen, Nein. ein Kennenlernpaket zuschicken. Wer sind Sie Wir denn? Was machen Sie? machen alles auf pflanzlicher Basis für die Bedürfnisse des Körpers und sind aus Wernigerode im Harz. Und was hat das Und jetzt gibt mit schon einem viele Auto zu Jahrzehnte. tun? Das hat mit dem Auto nichts zu tun. Das Gewinnspiel ist extra. Da drücke ich die Daumen. Wir sind der Sponsor einer der großen Firma. Und wenn Sie uns nicht kennen, dürfen Sie uns kennenlernen, wenn Sie möchten, natürlich. Und wir würden ein Paket zuschicken mit einem Überraschungsgeschenk, Oh. Vitaminpräparat, kostenlos. Und Sie dürfen sich ein Produkt aussuchen zum Kennenlernpreis, wie zum Beispiel Multivitamine, Erkältungsset, alles pflanzlich. Oder jetzt Pflegeset zum Verschenken mit Aloe Vera, was für die Ja. Gelenke. Alles so um die 15 Euro, einmalig für Sie und Porto und Versand übernehmen wir auch. Und wie komme ich zu dieser Ehre? Weil ich meine, wer hat in der Das ist heutigen Zeit schon etwas zu Zufall. verschenken? Das wundert mich doch sehr. Ja, da sind zwei Teile zum Verschenken und ein Produkt, das Sie bezahlen. Das kommt noch dazu. Wären ungefähr 15 Euro, eben mal Gelenke, Figur, Aloe Vera, Erkältungsset. Ja, Kann alles dieses. ist nicht kostenlos, Herr Ah, Sickert. haben Sie auch, wenn wir jetzt schon bei diesen ganzen interessanten Mittelchen sind, verfügen Sie noch über Vorräte von Pervitin? Ich schau mal nach. Das wäre sehr hilfreich. Weil das haben wir damals auf unseren groß angelegten Feldzügen in Holland, Belgien, Luxemburg, Frankreich und wo wir überall gewesen sind, da haben wir da sehr gute Erfahrungen mitgemacht, was die Ausdauer- und Konditionssteigerung anging. Ach so, ja, wie heißt das mit P wie Paula? Ja, P? Pervitin. Pervidin. Für die Ausdauer. Das kommt mir nicht bekannt vor. Das ist sehr schade. Es ist aber in der Ja. letzten Zeit auch sehr schwierig zu bekommen. Ja. Ich weiß nicht, ob das an Wir der haben, enormen ja. Nachfrage liegt oder weil wir in unseren besten Jahren damals alle schon aufgekauft haben, weil wir sind ja quasi süchtig danach gewesen. Ja, für den Körper zum. Ja, das ist schwierig, ja, das ist schwierig, ja. Das habe ich schon Aber man gemerkt. könnte ja zum Beispiel, ja, und ein Erkältungsset oder mal jetzt sowas wäre das interessanter. Multivitamine Und werden nehmen auch sehr viele. was verstehen Sie unter Erkältungsset? Schicken Sie mir dann eine Packung Taschentücher. Nein, nein. Herr Siegert, ein Meerwasser-Schnupfenspray, ein Kopfschmerzroller, so mit Minzfrische für den Kopf, für den Nacken, ein Erkältungsbalsam zum Einreiben und Bronchialtropfen, Eukalyptusöl, kann man auch mit inhalieren. Und das alles zusammen einmal 16,70 Euro, Porto und Versand übernehmen wir. Was in aller Welt ist ein Kopfschmerzroller? Ist das sowas wie ein Nudelholz? Das ist so, wie man sich so einen Roller vorstellt für unter die Arme. Sowas gibt es auch Ein für den Deo-Roller. Kopf zum Rollen. So in etwa eben nur für Kopfschmerzen mit anderen Inhaltsstoffen. Hat das dann auch eine entsprechend gute Geruchsnote wie ein Deodorant? Ja, das ist Minz, Pfefferminz. Ja, Gäbe es auch die so im Möglichkeit, Erfrischen, das in Kühlen. Richtung Zitrone oder Limette zu bekommen?
Also das wäre jetzt hier in dem Set somit enthalten. Gibt es die Möglichkeit, das entsprechend, kann man das nicht entsprechend austauschen? Das geht nicht. Ich würde einfach empfehlen, Herr Siekert, ich melde mich nächste Woche nochmal. Sie gucken ins Internet rein unter Ascofarm und gucken mal, was wir alles so Schönes haben. Ja, Sie haben mir das doch schon erzählt, aber durch das Lesen im Internet werde ich ja auch nicht schlauer. Ich kann ja mit meinem Computer nicht sprechen, wenn ich eine Frage habe. Ja, dann darum rufe ich Sie ja dann wieder an und dann bekommen Sie auch die zwei Geschenke noch dazu. Ist es denn nicht möglich, dass Sie mir jetzt erst einmal diese Geschenke schicken und wir uns dann im Nachhinein noch einmal darüber unterhalten, ob ich Ihnen mein hart verdientes Geld anvertrauen möchte? Herr Siekert, das haben wir schon mal gemacht, aber die Kataloge sind alle nur im Papierkorb gelandet, ja, und Sie haben mir noch nie etwas zugeschickt. Nein, aber anderen. Und darum schicken wir das nur raus, den Katalog, wenn jemand gleich was probiert und zwei Geschenke noch drin. Anders geht's nicht. Das habe ich ja verstanden. Ich möchte ja keinen Katalog von Ihnen haben, aber ich dachte, vielleicht können Sie mir zum Kennenlernen Ihre Geschenke zusenden und dann werde ich Ihre Offerte prüfen. Nee, das darf ich nicht. Das darf ich nicht. Gibt es die Möglichkeit, hat Ihr Gruppenführer das so entschieden oder ist das eine hausinterne Regelung? Das wurde so entschieden, ja. Wer das entschieden hat, da bin ich nicht informiert. Ja, aber ich würde Ihnen einfach raten, schauen Sie mal im Internet zu Ascofarm hin. Ja. Das werde ich machen. Und ich drücke die Daumen fürs Gewinnspiel. Und ich kann mich ja nächste Woche nochmal melden oder Sie rufen zurück. Und jetzt sagten Sie Ihre Firma, Moment, junge Frau, Sie sagten Ihre Firma sponsert dieses Gewinnspiel. Ist das richtig? Dann können Sie mir vielleicht sagen, warum, seit ich mich für dieses Gewinnspiel angemeldet habe, mein Telefon von früh bis spät klingelt. Herr Siekert, müssen Sie gucken, was Sie angeklickt haben, weil es sind ja verschiedene Sponsoren. Ja, das ist ja nun auch kein einfacher Preis, sagen wir mal so. Und jeder möchte ja sich mal wieder in den Vordergrund heben und da besteht die Möglichkeit, dass vielleicht ein anderer Sponsor oder Sie auch mal kennenlernen möchte. Also dann ist natürlich die Frage, wie da der Auswahlprozess erfolgt, weil da war so eine Firma dabei, deren Name mir suspekt vorkam. Da habe ich dann meine Nachforschungen angestellt und es handelt sich dabei um die bosnische Kreditkartenmafia. Die verschenken vermeintliche Mastercards und wollen dann an der Tür Geld per Nachname haben. Und solche Leute rufen bei mir an, seit ich bei dem von ihrer Firma gesponserten Unternehmen meine Daten hinterlassen habe. Und es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir diese Provokation nicht mehr hinnehmen und entsprechend Gegenschlag ausholen werden. Meine Frau sagt schon, es wird zurücktelefoniert. Ich nehme sie ganz einfach raus, ja, und dann ist das okay, ja. Was bedeutet herausnehmen? Gucken Sie mal mit den... dass Sie das nicht möchten. Ich habe damit ja kein Problem, wenn es sich um eine legitime Offerte handelt. Das rufen allerdings die kriminelle Vereinigungen bei mir an. Ach du, na das weiß ich nicht. Aber ich würde Sie doch sehr bitten, Sie würden bitte da keine Aktionen zu unternehmen. Das soll bitte so bleiben, weil ich doch gerne das etwas näher erforschen möchte. Und es könnte ja auch ein gutes Angebot darunter sein. Wir haben es doch geschafft, 10 Minuten zu sprechen. Okay, dann wünsche ich schönes Wochenende für Sie, Herr Siegert. Das wünsche ich Ihnen auch. Und ich drücke die Daumen. Ja, die drücke ich auch auf Wiederhören. Hallo. Hallo, Marvin Freise hier von der WWF. Sprich mit von Bad Gardi. Ja, wer ist da? Herr Bad Gardi, grüße Sie. Marvin Freise hier von der WWF. World Wildlife Fund. Okay. Herr Bad Gardi, wir hatten schon vor längerem mal das Vergnügen, glaube ich, oder? Kann das sein? Nein. Nein? Okay. Weil Sie... Hallo? Ja, Herr Bagdadi? Ja? Sie hatten doch da die E-Mail bestätigt, ne? Am 26.04., oder? Haben Sie die E-Mail bekommen, ne? Was für E-Mail? Für WWF. Was Sie haben doch beim Gewinnspiel da irgendwie mitgemacht und da gab's doch die E-Mail von WWF, ne? Was soll man da machen? Da bin ich ein Gewinner.
Herr Bagdadi ist richtig, ne? Ja, Bagdadi, ja. Aber viele Leute auch Bagdadi sagen, das ist in Ordnung. Okay, aber hießen Sie nicht früher auch mal Lennart Genom und so ähnlich? Wie bitte? Hießen Sie nicht auch mal anders? Ich habe das, meine Frau hat meinen Namen, aber ich immer selber Namen. Ah, okay, ne, weil ich kenne Sie auch unter einem anderen Namen. Ja, Lennart Genom, müsste Ihnen doch auch bekannt. Ah, Maulwurf, sind Sie nicht auch Herr Maulwurf? Ne, das ist Lennart, ich kenne keine Lennart. Das ist. Ach, Herr Maulwurf, freut mich, mit Ihnen zu sprechen. Es ist so schön, Sie wieder am Telefon zu haben. Ich glaube, das ist schon so lange her, echt so ein paar Monate. Nee, aber du hast noch nicht mit Maulwurf gesprochen, da würde ich mich doch, erinnern. Hab ich. Damit hast du mit dem Du hast dich gerade geflaxt. Bei herrlich, welchen, herrlich. Mit welcher Firma hast du bei Maulwurf angerufen? Weil WWF hat bisher nur einmal bei Dimitri angerufen. Ah, okay. Das ist so herrlich. Aber ich du kannst mich nicht... Verstehe ist, warum hat man tagsüber nichts anderes zu tun, als andere Menschen vom Arbeiten abzuhalten? Warum hat man tagsüber nichts anderes zu tun, als Menschen illegalerweise anzurufen? Das ist hier nicht der Fall. Das geht alles mit rechten Dingen zu. Ich verstehe auch nicht, wie Sie auf so eine Behauptung immer kommen. Ja, das ist doch einfach so. Du machst mir irgendeine Umfrage mit und dann 1000 Firma anrufen, weil die denken, das ist Werbeeinverständnisgeklärung. Ja, man müsste sich doch mal, wenn man bei irgendwelchen, also ich sag mal, es ist schon mal dahingestellt, wer im Internet bei solchen Sachen überhaupt mitmacht. Ja, das sind schon gewisse Gruppen, die, ich sag mal, was den IQ angeht, sowieso nicht ganz so weit oben eingeordnet sind. So. Sehr gut. Und wenn man dann in den AGBs nicht nachliest, was da los ist, ich meine, das ist doch in Deutschland, wir leben in Deutschland, alles ist auf Deutsch, kann man doch alles lesen. Ja, das meiste Callcenter aus Bulgarien anrufen. Okay, das weiß ich nicht. Ja, wollen wir denn nicht mal umswitchen zu Deutsch, weil das ist ja nicht Ihr echter Akzent. Na, du kannst doch mit Dimitri sprechen. Mit Dimitri, okay. Oder möchtest du mit Herrn Sieghardt sprechen? Deutscher wird der Akzent nicht mehr. Oh Mann, hätte ich nicht jetzt wirklich was zu tun, würde ich noch weiter mit Ihnen schnacken. Vielleicht, du kannst ja eine Session bei mir buchen und dann können wir uns so lange unterhalten, wie du möchtest. Ja, ganz kurze Frage. Es gibt ja auf YouTube diesen, der sich immer als Lennart Genom vorstellt. Das sind Sie aber nicht, oder? Nein, das ist ein völlig anderer Kanal. Das ist ein anderes Projekt, von dem ich aber auch sehr viel halte. Den gibt es ein bisschen länger als die Telefonziege. Okay, ja, eine Sekunde mal eben. Sicherlich. Der Führer? Hallo, wer ist da? Der Führer. Ja, mein Führer, was ist Ihr Befehl? Was der Befehl ist? Ja. Ist live gerade oder noch nicht? Sag mal. Du bist die ganze Zeit schon live. Was möchtest du sagen, mein Führer? That is my nigga. That is my nigga. Willst du Englisch reden oder tust du auch nur so, als ob du das kannst? Marok, ich bin Kenneck, Bruder. Ich kann kein Englisch. Oh, Marajaka. Musst du dir mal ordentliche Arbeit suchen? Na, bei der Galadonat. Korrekt. Und wie viel Leute seid ihr bei Callcenter? Weil der Kollege vorhin sagt, dass das IQ von des Leute, das bei Gewinnspielen mitmachen, nicht zu hoch. Aber wenn ich euch reden höre, ist das bei euch auch nicht der Fall. Magst du callen? Ja, kann ich mal mit des Kollege reden, der bei Hintergrund singen? Was? Dann kannst du mir Kollege geben, wo bei Hintergrund singen? Das ist indische Volksmusik. Ja, musst du mit mir singen. Kennst du MC Punjabi? Nein, kenn ich nicht. Kennst du? Kennst du persönlich? Kennst du nicht dieses Ninge, Mimi hat ein paar Gele, Gatte, Gale, ja. Das kennst du doch. Oh mein Gott, sehr gut, sehr gut. Wirst du großer Star werden? Kannst du bei Bollywood mitmachen als Ziege? Als Ziege? Mhm. Du bist doch bei Bollywood dieser Teppich, wo ich Rob tritte. Nee, ich bin das Regisseur bei Bollywood. Du bist dieser Trapper, wo ich meinen Rob tritte. Ja, wo ist der Panzer? Was ist das? Wo ist der Panzer? Kannst du bitte das Telefon aus dem Mund nehmen? Karen. Kann ich noch mit drei anderen Kollegen sprechen? Kannst du mir eine Frau geben? Gib mir eine Frau. Welche Kollegen willst du denn haben? Gib mir eine Frau. Irgendeine Frau. Eine schöne Frau. Ich guck mal. Kannst du eine schöne Frau finden oder ist es schwierig bei Callcenter? Wer macht da Beatbox? Das kannst du nicht gut. Auf dem Weg. Das ist auf dem Weg. Warte kurz. Ja, ist die schwer, dass Busch die lange laufen? Hallo? Hallo?
Das wollte ich auch gerade sagen, Bliat. Ich bin Dimitri Suka. Dimitri Suka? Du bist der Suka. Sehr gut. Hast du schön gesagt. Hast du auch russische Freunde? Hast du auch russische Freunde, die dich immer schlagen? Lass mal auf Deutsch, weißt du, das Publikum kann kein Russisch. Ich weiß. Gib mir Geld, Bliat. Du hast zu viel bei Callcenter. Da, Bliat, da. Hallo, hast du gerade meinen Freund beleidigt? Hallo, hast du meinen Freund beleidigt? Daminia Wodka. Was, Gary? Wo ist das Frau? Gib mir das Frau, hallo. Was muss man bei euch? Wo ist der von Anfang? Kann ich wieder. Hallo, kann ich wieder mit dem von Anfang reden? Der konnte sprechen wie Mensch. Der konnte sprechen wie Mensch? Ja. Wir nicht, oder was? Nee. Ja, aber nicht bekannt, ja, ein Mensch zu sehen, oder? Du klingst also wie so... Ja, es kann Albanisch sprechen. Sehr gut, sehr gut. Bist du kulturelle, große Steigerung? Bohrmaschine. Bohrmaschine? Soll ich dir meine Bohrmaschine zeigen? Kannst du bei Webcam kommen? Zeig ich dir meine Bohrmaschine. Oh, das wird, der WWF wird sehr viele Kunden verlieren, wenn wir bei Internet zeigen, was da für Leute arbeiten. Sehr gut. Ja, kein Problem. Ja, sehr gut. Ist dir egal, was mit WWF passiert? Definitiv. Sehr gut, sehr gut. Ihr werdet morgen alle Arbeit verlieren. Finde ich in Ordnung. Ach nein, wie schade. Ja, dann musst du... Ey, was ist für ein Land, Mann? Ich bin Inder. Inder? Inder. Inder bist du? Ja, ich bin Inder. Mach mal noch einmal den Führer. Warum sollte ich das tun? Wie ist dein Name? Mein Name ist Ralf Sickhardt. Warum lügst du? Hier steht Rakesh Badgagi. Das heißt Bagdadi. Oder Bagdadi. Ja, kennst du den Namen Bagdadi überhaupt? Bagdadi? Ja, kennst du das Namen? Kennst du Abu Bakr al-Baghdadi? Oh, einer, der das mal kennt. Ist dein großes Vorbild, so wie du sprichst. Nein, kennst du Abu Bakr al-Baghdadi? Ist das dein Vorbild? Oh, die haben aufgelegt. Ja, da sieht man mal, was für Leute das sind. Rufe an, wolle Projekt für Tierschutz machen. Und dann sieht man, was das für widerliche Kreaturen. Sehr gut. Hallo? Hallo? Einen schönen guten Tag, mein Name ist Alexander Keller, Mediaagentur, Deutschland. Ja. Kann ich mit Herrn Rakesh Dalsim sprechen? Ja, das ist ein Telefon, hallo. Schön, dass ich erreicht habe. Ich habe eine erfreuliche Nachricht an Sie. Was haben Sie bitte? Ich habe eine erfreuliche Nachricht an Sie. Ach so, ja. Sie haben sich bei einem kostenlosen Gewinnspiel registriert. Ja. Sie haben dabei gewonnen. Oh. Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Was habe ich gewonnen? Steht das Auto? Da haben Sie es von rund 80.000 Teilnehmern unter den letzten 20 ins Finale geschafft. Das heißt, oh mein Gott, dass Ihnen ein Gewinn im Wert von mindestens 1.000 Euro zusteht. Oh Gott. Es gibt noch eine Finalziehung mit Ihnen und den 19 anderen Finalisten in 2 Monaten. Eines der 20 Preise, die ich Ihnen jetzt aufzählen werde, steht Ihnen zu. Ja. Sollten Sie am Finaltag den Hauptpreis erzielen, haben Sie die Auswahl zwischen dem Sportwagen Mercedes AMG oder den Gegenwert 76.000 Euro in bar. Boah. Was darf ich für Sie ankreuzen? Ja, kann ich alles haben? Hallo? Eins von beiden. Ja, dann will ich das Geld haben. Okay. Und was hat das? Was hat das Auto denn für eine Farbe, wenn ich das gewinne? Das steht jetzt noch nicht fest. Ach so. Soweit ich weiß, ist das weiß. Oh, sehr gut. Das Auto. Ja. Okay. Kann ich dann das Geld haben? Platz 2 ist ein Golf 7. Genau. Ja. Habe ich ja schon angekreuzt. Platz 2. Ist ein Golf 7, ein VW Golf 7, okay. Der Gegenwert 25.000 Euro. Ist das auch weißes Auto? Ja. Nee, dann will ich das Geld haben. Okay.
Das ja. 3, eine Luxus-Kreuzfahrtschiffsreise um die Welt für zwei Personen. Da gibt es keinen Gegenwert. Ja, wohin geht denn das Reise? Wo wird es hinfahren? Hallo? Ja, das ist eine Weltreise um die Welt. Ja, wohin? Länder. Wohin wird es gehen? Genau, Zielorte habe ich jetzt hier nicht vorliegen. Kann man dann nach Kalkutta fahren? Nach Kalkutta, das weiß ich jetzt. Wie bitte? Platz 4 und 5 sind da. Das kann ich Ihnen jetzt so nicht beantworten. Ach so. Platz 4 und 5 sind Bargeldgewinne hier von 8.000 bzw. 4.000 Euro in Bar. Sehr gut. Platz 6 bis 20 sind verschiedene Wertgutscheine von IKEA, Aral, Reisegutschein, H&M, Rewe, Edeka, Saturn, Mediamarkt und Amazon, alle im Wert von 1.000 Euro. Okay. Hallo? Aber trotzdem knappen gibt es zu 100% eines dieser 1.000 Euro Wertgutscheine. Können Sie, garantiert. Ihr Mikrofon geht immer aus. In circa 7 bis 10 Tagen erhalten Sie von uns ein Schreiben, ein Begrüßungsschreiben. Ja. Sehr gut. Ah, das. Hallo? In circa 7 bis 10 Tagen erhalten Sie ein Schreiben, ein Begrüßungsschreiben, wenn noch ein Benutzername und Passwort vorhanden ist. Okay. Damit Sie die Finalziehung auf unserer Webseite mitverfolgen können. Sehr und gut. Und Sie bekommen von mir kurz vor und nach dem Finale noch einen Anruf. Oh. Jetzt kommt Punkt 2. Ja. Da das hier ein kostenloses Preis ausschreiben müssen, Sie keinen Cent zahlen, müssten die Gewinne normalerweise auch zu 20% versteuert werden. Das ist die sogenannte Gewinnsteuer. Nur leider hatten einige Gewinner in der Vergangenheit Schwierigkeiten, die Steuern zu hinterlegen. No. Aus dem Grund wurden die Sponsoren eingeführt. Durch den Sponsor halten alle Gewinner ihren Gewinn steuerfrei auf Sie. Ja. Und zwar ist es eine Sponsorenzeitschrift über 12 Monate zum Sonderpreis. Und was danach werden noch 2 Monate gratis und dann ist Schluss. Und was wollen die einführen? Was wollen die einführen? Wird es wehtun? Hallo? Hallo? No. Ich habe gewonnen. Der hat genau die gleiche Wort vorgelesen wie immer die anderen. Maria. Ja, hallo, meine Freunde. Ich habe so komische Anruf gehabt. Ich habe nicht verstanden. Vielleicht könnt ihr mal für mich hören, weil ich habe nicht verstanden, was der von mir will. Weißt du, ich bin ja nicht der Schlauste, aber meine Mama hat mich trotzdem lieb. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Was ist YouTuber? Ich habe das nicht verstanden. Ich zeig euch das mal. Bitte helfen. Dankeschön. Zweitgrößter Versorger für Deutschland. Was, hat meine Mutter die Rechnung nicht bezahlt wieder? Nein, nein, um Gottes Willen. Wie redest du mit Nein, nein, nein. Es geht darum, dass sie weniger bezahlen können. Entschuldigen Sie bitte. Ja, alle Rechnungen sind bezahlt, alles ist gut. Ja, die hat das schon mal gemacht, Mann. Das ist Strom weg gewesen, Mann. Hab ich keinen Bock drauf, Mann. Okay, Digga, alles gut. Mann. Natürlich verstehe ich. Willst du weniger bezahlen für deinen Strom? Können wir das schnell machen? Sicher, Mann. Sicher? Ja, dann guck mal bitte nach deiner letzten Abrechnung, wie viel du verbrauchst hast, damit wir auch alles korrekt machen hier. Wo soll ich das wissen? Jahresabrechnung. Jedes Jahr kriegst du eine Rechnung. Rechnung, Mann. Das ist keine Ahnung, Mann. Muss ich gucken. Was ja, dann guckst du. Was kann man sparen? Hallo. Weiß ich nicht. Wenn ihr viel verbraucht, sind das mehrere hundert Euro. Wie viel? 200 Euro im Jahr. Geil, Mann. Warte mal. Ja, ich warte. Kein Problem. Hey, Olle, wo hast du die, das von Strom? Wo hast du das hingelegt, Mann? Von Strom, Mann. Ja, warte. Hör mal zu. Ich schwöre, wo hast du das, Mann? Zeig mir das. Hör mal. Ja, ich brauche Taschentuch. Hast du Taschentuch? Hör mal. Ist das das? Hallo, Mann. Ja, ich bin noch da. Ja, 1863 kWh. 1863, machen wir 1900 aufgerundet. Welche Postleitzahl ist das? 76534, Mann. 76534. So, 76534. Ja. Geht sofort los. Ja. 1900 ja. Kilowattstunden. Ist richtig. Ist bei dir Party, Mann. Ist so laut da. Ist laut? Ja, Mann. Ist so ein Großraumbüro. Sind noch ein paar mehr Kollegen, die telefonieren. Hab ich bei Fernsehen gesehen. So Callcenter?
Bezahlst du 45 Euro bei uns? 45? Ja. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt bezahlen. Soll ich mal Mama fragen? Ja, mach das mal. Ja, was bezahlst du für Strom, Mann? Hä? Ja, Mann. 58 hat sie gesagt, Mann. 58 Euro? 58, Mann, ja. Siehst du? Bei uns nur 45 Euro. Was habt ihr den Strom geklaut oder warum ist das so billig, Mann? Nein, wir sind zweitgrößter Energieversorger für Deutschland, ne? RWE. Ist aber nicht von Polen oder so. Nein. Nein. Auf jeden Fall 45 Euro anstatt das, was ihr jetzt zahlt, für 1900 Kilowattstunden. Gib mir einmal Zählerkundennummer, dann schicke ich dir einen Vertrag. Okay, und schick dir jetzt gleich noch eine E-Mail oder SMS, dass wir das auch für dich übernehmen. Und dann machen wir den Wechsel für euch. Ja, warum ist das bei dir so billig, Mann? Wie kann das sein, Mann? Das kann doch nicht. Was soll ich das? Euer Grundversorger ist teuer einfach. Ihr seid bestimmt bei Stadtwerke, ne? Ja, ich glaube schon. Das ist der, wo hat die Strom mal abgestellt, Mann. Stadtwerke Baden-Baden, das ist ja, Dings, der Grundversorger bei euch. Und dementsprechend haben die immer diese Standard-Basistarife, wo man am meisten bezahlt. Ne, bei uns kriegt ihr ja so einen Neueinsteiger-Sondertarif. Das war ein Jahr super günstig. Da müsst ihr wieder aktualisieren, weil sonst kriegt ihr wieder diese Standardtarife. Jedes Jahr musst du einen neuen Deal aushandeln. Ist jetzt für ein Jahr? Ein Jahr? Ja, für ein Jahr. Und dann nächstes Jahr musst du neues Deal verhandeln. Ja, also was soll ich jetzt bezahlen? Du sollst jetzt nur 45 Euro bezahlen. 45? Ja. Alter, das ist geil, Mann. Das ist richtig geil. Bitte? Und das ist dann andere Firma? Oder ist, was musst du... Ja, das... Was ist das? Kenne ich gar nicht. Zweitgrößter Versorger Deutschland war früher die RWE. Ah, ich brauche immer noch diese Zähler- und Kundennummer. RWE, das müssen wir auf jeden Fall finden. RWE habe ich schon mal gehört und die haben das dann verkauft, oder was? Nein, Innogy ist die Tochterunternehmen. Und die hat die Mama platt gemacht und hat das selber übernommen? Anscheinend. Aber was jetzt mit der Zähler- und Kundennummer? Ja, weiß ich nicht. Wo steht das bei das... Ich bin mit meinem Opa mal bei dem Keller gewesen, da ist diese Uhr, da steht... Nein, die Jahresabrechnung. Jetzt habe ich das schon wieder weggelegt, man musste doch sagen. Jetzt muss ich da wieder hinlaufen, Mann. Hast du weggepackt, ja? Natürlich, Mann, muss so Ordnung haben. Okay, du bist ja aber jetzt nicht so ein YouTuber oder sowas, ne? Ein was bin ich? YouTuber. Ich lande jetzt hier nicht bei Dings Callcenter fahren oder so. Was willst du? Ob ich hier nicht bei Callcenter fahren lande oder so. Was willst du? Ich verstehe nicht, was du sagst, Mann. Du bist kein YouTuber, der mich gerade aufnimmt oder sowas, ne? YouTuber? Was ist YouTuber? Ich spreche kein Türkisch, Bruder. Du veräppelst mich jetzt hier nicht gerade, oder? Wie redest du mit mir, Mann? Was soll das, Mann? Sag mal. Was? Weil du bist so, keine Ahnung. Ich weiß nicht, das ist... Kommt mir spanisch vor hier alles. Ich verstehe nicht, was du von mir willst, Mann. Die Zähler- und Kundennummer brauche ich. Ja, das habe ich verstanden. Sollst du zuerst haben? Zähler- und Kundennummer. Ja, welche zuerst, Mann? Beides. Ja, 137. Was ist das? Kunde oder Zählernummer? Ja, Kundennummer. Ja. Ich habe dich doch gefragt, was willst du zuerst haben? Da hast du gesagt, beides. Das ist wie, ja, sag mal, 137. Das ist wie, wenn die bei Kasse fragen, wollen sie Kassenbon oder kann man das wegschmeißen? Und die Leute sagen, ja, wenn du Auswahlfrage hast, musst du Antwort geben. Verstehst du, Mann? Weil sonst muss ich ja alles dreimal sagen. Verarsch mich doch. Du verarschst mich, Mann. Lässt mich hier laufen und ich muss alles dreimal sagen. Alter, hat der aufgelegt. Ah, mein Gott. Hallo. Guten Tag, hallo. Ja? Ja, guten Tag. Mein Name ist Marco Novak. Ich melde mich von der Sparnis-Monitor. Richtig? Ja, wer ist da? Marco Novak bin ich. Ja? Schützbeste, das ist der Reiche. Ja. Schützbeste, das ist der Reiche. Und meines Anrufes da bei Ihnen in Ihrem Postleitzahlgebiet in Husum ist wegen Ihrem Stromanbieter da zu Hause. Falls Sie sich erinnern können, ungefähr vor zwei Jahren haben Sie mit unserer Firma einen Wechsel über. Wer ist bei mir zu Hause? Hallo? Bei Ihnen zu Hause, woher weiß ich, wer bei Ihnen zu Hause Sie ist? Sie haben doch... Meine, wegen Strom. Strom, ja. Ja, Strom bei Ihnen zu Hause, ja? Ja, was ist damit? Ja, Strom bei Ihnen zu Hause. Es geht um Folgendes. Sie haben vor ungefähr zwei Jahren einen Wechsel
gemacht mit unserer Firma, Wienstrom, wo sie natürlicherweise eine Preisgarantie gesichert haben. Und was ich ihnen anbieten wollte, ist nur eine Preisgarantie für die nächsten 2 Jahre. Das bedeutet, wo sie weiterhin auf Stabilität hätten, guten Service, einen Ansprechpartner und weiterhin auch zufrieden sind. So, ob ich kurz fragen darf, bei welchen Anbietern sind sie momentan, bitte? Und ja, du sagst doch, ich habe bei dir gewechselt, dann musst du das doch wissen. Also, was bedeutet das? Du? Das ist eine Anrede von Mensch zu Mensch. Also, das bedeutet man sie. Ne, willst du mir... Wir sind doch nicht seit 10 Jahren Freunde. Ja doch, wir haben doch mal... Bitte. Wir sind doch mal zusammen ausgegangen. Hallo? Also, Stadtwerke Husum, richtig? Stadtwerke Husum, ja. Ja. Sehen Sie, also wie viel bezahlen Sie da monatlich in Abschlag, bitte? Kannst du die bitte anständige Arbeit suchen? Ich habe nie bei euch gewechselt. Kannst du bitte aufhören, Leute am Telefon zu betrügen? Hallo? Bitte? Ja? Ja, ich bin noch da. Ja? Ich hab mich so gewundert wegen Ihrer Frage, dass ich also ja so ein Argument gefunden habe. Soll ich mir Notarzt bitte? Anrufen? Soll ich mir Doktor rufen? Also, musst du Doktor haben? Also, ich weiß gar nicht, wo einen Kurs registrieren? Wollen Sie, dass ich Ihnen also einen Kurs registriere, dass Sie auf einmal Deutsch lernen zuerst, weil Sie leben seit vielen Jahren hier? Hast du Probleme mit Ausländern? Die Deutsch spricht. Ich bin selber Ausländer. Suka, wie redest du mit meinem Kumpel? Oder bist du Nazi oder was ist dein Problem? Wie redest du mit meinem Kumpel Hitler? Was ist dein Problem? Hast du was gegen Indermann? Was ist das, ein Indermann? Was hast du für Probleme? Ich komme nicht von Deutschland. Ja, geh mal zur Schule, lern ordentliche Arbeit, Suka. Also wissen Sie, dass Sie leben in richtig? Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Ja, wegen diesem Wort, das du gesagt hast, also dass dieses Gespräch wird auch registriert. Ja, und weißt du auch. Ich hoffe, suchen Sie besser einen Anwalt. Ja, ist gut. Lese deinen Text weiter vor, es wird langweilig. Ich würde das auch persönlich dann vorbeikommen. Ist auch kein Problem. Also ja. Suchen Sie besser einen Anwalt. Willst du vorbeikommen? Also, willst du Dimitri drohen? Ja. Ich habe Kalaschnikow. Kannst du kommen? Ist kein Problem. Was ist Kalaschnikow? Also für diesen Kalaschnikow gehen Sie bei Syrien oder sonst irgendwo, wo Sie hergekommen sind. Ja, nicht in Deutschland. Hast du schon mal gehört, dass Russen... Hast du schon mal gehört, dass Russen aus Syrien kommen, Blät? Also gehen Sie, lernen Sie mal ein bisschen Deutsch, weil Sie verstehen auf gar nichts. Ja, das musst du gerade sagen. Du geh mal bei Schule, such dir ordentliche Arbeit und hör auf, Leute anzurufen, wo du gar nicht anrufen darfst, Blät. Ja, fällt dir nichts mehr ein. Hallo. Ja, Wladimir. Hallo. Wladimir, hier ist Boris. Hallo Boris, wie geht's dir? Gut, mein Bruder, wo bist du? Ich hab Wasser hier auf dich ganze Tag. Ah, blöd, hab ich unsere Verabredung vergessen? Ja, blöd, Mann, ich sitze hier in der Kälte in Sibirien ganzen Tag. Blöd, nach hui, Suka, hab ich vergessen, Mann. Bruder, meine Ei ist gerade eingefroren, hier in Sibirien, warte den ganzen Tag. Blöd, kannst du mal das Telefon aus dem Mund nehmen, man kann dich kaum verstehen, Mann. Aber Bruder, das war doch gerade nicht bei mir im Mund, sondern bei deiner Mutter im Mund. Ah, ich verstehe. Oh, guck mal, jetzt hast du Erfolgserlebnis. Du konntest was Schlechtes zu einem Menschen sagen. Ja, Sei dir gegönnt, Suka. Du hast ja sonst nichts im Leben. Ich hab doch gesagt, ich hab gar nichts. Mein Vater hat sonst nichts im Leben. Meine Penis ist so breit dein Gesicht. Oh, Blöd, man hört gleich raus, aus welchem Teil du kommst. Ja, Blöd, du hast gesagt, ich soll warten. Den ganzen Tag habe ich in Sibirien gewartet bei dieser Kälte. Ja, und Blöd. Und hab gewartet, bis du diesen Spruch sagst, bis ich ihm das mit deiner Mutter sage. Oh, jetzt fühlst du dich jetzt toll? Kannst du jetzt beruhigt schlafen heute? Ja, na klar, ich habe ja den ganzen Tag Sibirski gewartet auf dich. Hast du schön mit den Bären gekuschelt? Ja, aber ich dachte, das wäre deine Mutter und nicht diese Bären. Oh, diese deine Mutter Sprüche sind langweilig, Blöd. Komm, du hast doch sicher was anderes zu erzählen.
Ja, ich hab noch ein paar Väterwitze, die du willst. Na, die sind noch langweiliger. Komm, gib dir ein bisschen Mühe, Blöd. Blöd, ich bin gar nicht so der lustige Typ. Nur, das merke ich schon. Gesagt, ich soll warten, ich soll den ganzen Tag warten auf dich da. Ich hab gewartet und Blöd, du bist nicht gekommen. Ja, Blöd, ich hab andere Sachen zu tun. Aber Blöd, dann kannst du doch nicht sagen, ich soll warten. Meine Eier haben jetzt Eizapfen. Ja, das ist aber besser so, wenn Leute wie du sich nicht weiter verbreiten. Ist gut, dass das jetzt abgestorben ist, Zucker. Zucker, Blöd, nein, ich war beiseite. Wie geht's dir, Bruder? Wo bist du denn? Nee, ich bin in Indien, Blöd. Eine Russe in Indien? Natürlich, Mann, ich muss doch hier Geschäftsbeziehung pflegen. Oh, aber was gibt's in Indien geschäftsmäßig technisch zu machen? Na, ich sammle gerade bei den ganzen indischen. Deine Mutter ist eigentlich so fett, ich habe sie gestern gesehen, Bruder, aber dann doch nicht, weil sie dachte so, sie trägt Hemd von McDonald's und Burger King zusammen. Ja. Die geht eigentlich nicht, Bruder, McDonald's und Burger King zusammen. Nee, das geht nicht. XL. Ich sag ihr das. Ich sag ihr das, kann sie nicht mehr machen und ich bin gerade in Indien, um Schutzgeld von dem Callcenter zu kriegen. Du hast eine richtige Stimme. Du bist doch der Maulwurf, richtig, ne? Natürlich bin ich der Maulwurf, Blöd, und noch ganz viele andere. Ich habe Facebook gesehen, wo du wohnst. Da, wo wohne ich denn? Du wohnst in Indien, hast du doch gerade gesagt, Blöd. Ja, natürlich, ich wohne in Kalkutta. Manchmal ist der Maulwurf, manchmal ist der Inder. Aber warum rufst du Leute bei Arbeit an und belästigst du die Leute? Die Leute rufen mich an, Suka, mit irgendwelchen betrügerischen Scheißdreck. Du sagst, dass wir anrufen sollen. No, guck mal, du rufst mich nach Feierabend mit deinem Privathandy an. Da zeigt man doch, dass du kein Geschäftsmann bist. Du nimmst Kundendaten und rufst von deinem Privattelefon darauf an. Nein, du was machen wir lieber. Nein, überhaupt nicht. Ich hab mein Handy gehabt, deswegen hab ich dich angerufen. Ich hab dich nicht angerufen, Blöd. Du bist mir keine 5 Sekunden mehr. Ich hab doch deine Nummer jetzt auf meinem Display. Deswegen hast du mich angerufen. Du hast deine, dann... Du nimmst uns auf, das darfst du nicht, Blöd. Du darfst nicht mit... Suka, und du darfst nicht mit unter... Halt die Schnauze, und du darfst nicht mit unterdrückter Nummer von Gewerbe anrufen, Blöd. Ich glaube, ich habe gewonnen. Er war ein Suka. Der ruft mich hier 7:50 abends an mit unterdrückter Rufnummer. Was für ein Gesindel, Blöd. Was für ein Gesindel. Hallo. Hallo. Schönen guten Tag, Jasmin Seville, mein Name von der Deutschen Familienversicherung. Ich spreche mit Herrn Dimitri Zucker. Ja, richtig. Wer ist da bitte? Schön, dass... Von der Deutschen Familienversicherung. Ja, was möchten Sie bitte? Sie haben Interesse an einer Absicherung im Falle eines unfallbedingten Krankenhausaufenthalts im Internet gezeigt und dazu bereits eine Frage nach der möglichen Beitragshöhe beantwortet. Und wir wollten Ihnen gerne dieses besondere Produkt einmal vorstellen. Okay. Das können wir machen, aber können Sie bitte nicht ablesen, sondern selber erklären? Ich habe gerade auch nicht abgelesen. Das hört man doch. Ich habe gerade nicht abgelesen. Alles klar, dann können wir weitermachen. Sehr nett von Ihnen. Eine kurze Info vorab. Ich muss das Gespräch aus Qualitätsgründen aufnehmen. Ist das okay für Sie? Darf ich das dann auch machen? Natürlich dürfen Sie das. Geil. Ist ja auch Ihr Recht. Geil, warte mal, dann muss ich das kurz anmachen. Warten Sie mal, wenn überhaupt. Warum? Ja, ich duze Sie auch nicht. Ja, dann warte, ich muss das kurz anmachen. Können Sie gerne machen. Sind Sie mit der Aufnahme dieses Gespräches zu Qualitätssicherungszwecken einverstanden? Antworten Sie bitte. Wenn Sie mich verarschen wollen, dann können Sie mit jemand anderem sprechen. Sie haben um einen Rückruf von uns gebeten. Sie hätten 200 Euro von uns bekommen, nicht wir von Ihnen. Ach so. Das ist eher was Gutes für Sie. Und wenn Sie meinen, Sie können mich hier verarschen, stehe ich gar nicht drauf. Nee, ich ja auch nicht. Tut mir leid. Aber Sie haben ja um Anruf gebeten. Wo denn? Das ist der Unterschied. Kann ich Ihnen gerne sagen. Kein Problem. Sie haben am 19.04.2017 im Internet bei einer Umfrage mitgemacht, haben eine Frage beantwortet, die dann nochmal bestätigt, einen Link bekommen, den Sie dann auch separat nochmal bestätigen mussten, damit wir Sie anrufen. Nein. Mit Sicherheit dann nicht. Dann hat es jemand mit Ihren Daten gemacht. Hier wurde auch Ihre Straße eingegeben, die Heimstraße 67. Ich kann Ihnen genau sagen, was bei dieser Umfrage. Ich mache die 2-3 Mal am Tag, weil ich will dieses Auto gewinnen. Da steht drinnen, welches Krankenhausgeld, welche Höhe man da gerne hätte. Aber Sie da wissen steht schon, Blöd, auch wenn Ruhe. Sie 2-3 Mal am Tag mitmachen, dann gewinnen Sie auch nicht schneller. Wer weiß. Aber auf jeden Fall steht da nicht drin, dass irgendeine Firma mich anrufen wird. Und doch, ob ich damit wenn Sie einverstanden unten die bin.
rein die AGBs lesen, dann steht es dort drin. Ach, diese, die in gleiche Schrift, die durch Hintergrund geschrieben sind, damit man das nicht lesen kann? Das ist cool. Naja, man kann es lesen, wenn man lesen kann. Und warum kauft Ihre Firma Daten von böse Firma? Nicht. Sie kaufen doch das. Wir haben eine Bestätigung von Ihnen bekommen. Nein, ihr kauft Kundendaten bei Internet. Genau, wir kaufen Kundendaten. Nur von Ihnen. Nur weil ich mit einem Herr Dimitri Zuknauf sprechen wollte. Weil ich nichts Besseres zu tun hatte, als mich von jemandem wie Ihnen verarschen zu lassen. Na klar, es ist eine Ehre, von Big Dick Dimitri verarscht zu werden. Da gibt Leute, die wahrscheinlich Geld dafür nicht bezahlen. Es gibt wahrscheinlich tausende Menschen, die darauf gerne verzichten. Und ja, aber vielleicht sind Sie heute die Glückliche. Die kann mit Big Dick Dimitri reden. Ja, die reden. Glückliche, die gerne mit jemandem spricht, der perfekt Deutsch kann, aber nicht mit so einem Akzent. Ich kann auch wie ein... noch einen schönen... Hallo, ich kann ja, auch, Sie können es auch einfach sein lassen. Ja, ich kann auch wie ein Inder reden. Sollen wir Indisch sprechen? Ja, wir brauchen noch nicht Indisch sprechen. Ich kann auch sprechen wie ein alter Mann, wenn Ihnen das lieber ist. Nee, Sie brauchen noch nicht sprechen wie ein alter Mann. Sie können sprechen wie ein vernünftiger Mensch, der deutschen Sprache mächtig ist. We can also do it in English, if you want to. Ja, brauchen wir auch nicht. Wie wäre es mit Französisch, Madame? Oh, ein Japaner. Sehr gut, sehr gut. Hast du auch Godzilla heute schon angucken, das neue Film? Ja, da war ich auch schon gucken. Oh, Madayaka. Und wie ist Wetter bei Tokio heute? Ganz gut, ich habe gerade mich gesund und so, das ist ganz schön. Ja, können Sie bitte die Socke aus dem Mund nehmen? Nee, das müssen Sie schon selber machen. Ja, komm her. Leg doch auf. Leg auf. Willst du jemanden grüßen? Du bist live bei Internetradio. Ja, okay, ich nehme Sie jetzt aus unserem System raus. Bei uns haben Sie ja nichts gewonnen, wollen auch keine 200 Euro haben. Trage ich so ein, ich darf Ihnen trotzdem noch einen schönen Tag wünschen. Ja, möchten Sie jemanden grüßen, Madame? Was ist denn Ihr Problem? Ich Warum sollte ich jemanden grüßen wollen? Ich weiß nicht, weil ich Ihnen die Möglichkeit haben gebe. Haben Sie langweilig? Ja, wo soll ich jemanden grüßen? Bei weiß Ihnen? Ich nicht. Ja, vielleicht möchten Wenn Sie... Wenn ich Lust habe, irgendwelche russischen Freunde zu grüßen von Ihnen, dann sage ich Bescheid, habe ich recht wenig Interesse daran. Nein, Sie sollen doch nicht meine Freunde grüßen. Vielleicht möchten Sie von Familie, Freunde oder Arbeitskollege jemanden grüßen. Nee, brauche ich auch nicht. Danke. Oder Ihren dann, Chef. Danke für diesen geile Job. Nee, möchten Sie sagen, nicht. Oh, ist keine gute Arbeit... Doch, es ist eine sehr gute Arbeit, wenn wir nicht so Menschen hätten wie Sie, da. Die aus Langeweile bei einem Spiel mitmachen, obwohl sie kein Interesse haben und Sachen bestätigen, ohne Grund, beziehungsweise haben sich damit einmal beschäftigt zu haben. Oder das war ein sehr sinnvoller Satz. Wir machen Aufklärung. Ja, danke schön. Wir machen Aufklärung über Abzock-Callcenter. Der Ausländer, der mir Deutsch beibringt. Du hast den ersten Platz gewonnen. Dankeschön. Da, jetzt sind Sie ganz stolz. Möchtest du das in Kronkorken ausbezahlt haben? Was ist denn Ihr Problem? Haben Sie Langeweile? Haben Sie keine Freunde, keine Frau, keine Kinder, die Sie glücklich machen? Doch, damit bin ich aber schon fertig. Ja, anscheinend jetzt nicht. Jetzt muss ich das Dann sollte Ihre Frau sich mal Mühe geben, dass Sie mal ein bisschen besser ausgelassener sind. Nein, ich bin vollkommen ausgelassen. Aber ich muss jetzt ja auch noch, weißt du, Familie geht gut, jetzt muss ich dafür sorgen, dass die Homies von Big Dick Dimitri Fanclub, dass die was zu lachen haben. Dick Dimitri, ne, da sagen sie was. Dick, dick sind sie wahrscheinlich. Tschüss. Ja, weißt du, blöd. Wie geil. Blöd, ich liebe das, wenn die so ausrasten. Gruß an Big Dick Dimitri Fanclub. Diesmal vergesse ich nicht, weil ganze Gespräch, was um euch ging, Zucker.